Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, Let's Face Mario Kart Wii. Ich kommentiere das Ganze jetzt das zweite Mal nach, weil ich eben vergessen hatte, den Ingame-Sound leider leiser zu stellen und Fraps hat das Ganze dann leider zusammen auf eine Audiospur gepackt, weshalb ich das nicht mehr korrigieren konnte. Und ja, bisschen behindert, aber das ist nicht so schlimm. Ich gucke mir das Video gerne noch fünfmal an. Ich liebe dieses Video. Weil dieses Video zeigt einen Ausschnitt von Troys Livestream, wo ich mit ihm gefahren bin. Auf Custom. Oh ne. Ja doch, auf Custom Tracks. Yeah, ich bin wirklich diesmal mit Troy gefahren. Das war voll cool. Das war ungefähr vor einer Woche halt, wie gesagt. Und ja, vielleicht hat er das noch auf seinem Channel drauf. Auf jeden Fall ist das nur ein kleiner Ausschnitt. Ich bin natürlich noch mehr Rennen gefahren. Und natürlich war ich nach dem Recording wieder viel, viel besser und wurde direkt Zweite. Aber das ist einfach, glaube ich, der Bildschirm von meinem Laptop. Dass ich da nicht mehr so. Also, dass ich da nicht so viel sehe und einfach auch nicht so gut fahren kann. Weil ich war danach so gut. Ohne Scheiß. Also, ich war so ein bisschen so mit Troy gleich auf manchmal. Manchmal auch wieder nicht. Und manchmal habe ich ihn sogar besiegt. Und manchmal auch wieder nicht. Also, eher nicht. Und einmal hatte ich so einen Abstand. Boah, das war so heftig. Ich war so mega weit von Troy entfernt. Das ist ungefähr, wenn ihr eure Arme ausbreitet, mal 10. Ich hatte immer Blitze, ey. Boah, das ging gar nicht. Und dann habe ich den zweimal oder so runtergeschockt. Und der so, boah, da hat mich jetzt schon wieder jemand runtergeschockt. Und ich so, ja, das war ich. Oh, ihr kennt das bestimmt so, wenn ihr jemanden ganz toll findet und er dann euren Namen sagt oder irgendwas mit euch. So zum Beispiel, wen mögen denn alle? So Gronkh und Galkind und oder Galkind oder Regi oder irgendwen, der voll toll ist, und wenn er dann irgendwas mit euch sagt oder den ihr voll toll findet und dann wenn ihr irgendwas mit euch sagt, dass ihr euch dann voll freut. Ah, ich war so hin und weg. Ich so, ja. Und jetzt achtet mal. Jetzt passt auf, ganz achtet vorne auf die Menschen. Ha, habe ich den getroffen, EHL Mario. Wenn nicht, müsst ihr nochmal zurückdingsen, weil ich den voll gesnipert habe. Naja, auf jeden Fall. Guck, da ist er. Voll toll. Ich habe mich so gefreut, als ich in dem Raum war. Ich musste nur zweimal für. Also, ich musste einmal für. Also, ich habe zweimal versucht. Beim zweiten Mal war ich dann auch drin, da zu joinen. War ich die ganze Zeit so, bitte. Und dann war ich da drin. Und ich hab mich so gefreut. Ihr wisst ja noch, wie ich bei dem einen Mario Kart Part abgegangen bin. Als er vermeintlich echte Treu da mit uns gefahren. Treu. Mit uns gefahren ist und. Jetzt fahre ich wirklich. Boah, der. Kennt ihr das? Okay, ich finde den jetzt nicht. Also, ich finde den auch gut wegen den Mario Kart-Videos und so. Aber kennt ihr das, wenn ihr jemanden hört und ihn einfach sympathisch findet? Ihr hört seine Stimme und wie er redet und wie er kommentiert. Wenn er lacht oder was weiß ich, wenn ihr das voll cool. Oder sie, ist mir egal. Aber wenn ihr das voll toll findet und voll sympathisch und ihr denkt so. Cool. Also ich bin ja sonst nicht so Fangirl-mäßig drauf, aber bei dem und Basti, also Sebastian Wurt, vielleicht kennt ihr das ja von DSDS, kam der damals, aber bei den beiden, also bei Troy und bei dem, ich bin hin und weg. Ich weiß nicht, was ich an den beiden finde, aber ich finde die so geil. Ich finde die so. Die kommen so sympathisch rüber. Ich weiß nicht, wie sie in echt sind oder wie auch immer, aber ich finde die beiden so klasse. Oh mein Gott, ich könnte stundenlang von denen schwärmen. Einfach nur so sagen, ah, und das ist so toll und so. Okay, das kommt jetzt irgendwie voll verliebt drüber, aber ich bin einfach nur voll der Riesenfan von denen. Das ist so, als würde jeder kleine Junge sagen, ich bin Fan von Gronkh. Und weil sie so ein Zzzz hört, das ist so eine Fliege, die hier die ganze Zeit bei meinem Mikro rumfliegt, die hier schon seit ich weiß nicht wie lange lebt. Also ich furze nicht oder so, das ist einfach so eine Kackfliege. Ich weiß nicht, woran das liegt. Dass die hier ist. Es ist eine einzige und die ist immer an diesem Mikro dran. Das geht gar nicht. Guck mal, in was für ein Pro-Raum ich bin und wie scheiße ich bin, aber das ist nicht so schlimm. Ich freue mich voll. Und ja, wie ihr da seht, gibt es halt ganz viele verschiedene Custom-Tracks auszuwählen, wenn man das halt runtergeladen hat. Wie man das kriegt und wie man das runterlädt und wie man das installiert, dazu werde ich kein Tutorial machen. Das könnt ihr selber googeln, das ist echt nicht schwer. Ihr braucht einfach nur eine Wii.
und eine SD-Karte. Da müsst ihr euch Revolution runterladen und so. Also ihr werdet das, das ist eigentlich ganz einfach. Man kann sogar bei YouTube eingeben, da gibt es auch Videos zu, wie das geht. Also es ist wirklich nicht schwer. Wenn ich das hingekriegt habe, dann kriegt ihr das 5-mal hin. Und ja, da gibt es halt verschiedene Strecken, komische Strecken und auch Strecken von damals, vom GBA oder so. Wie zum Beispiel die hier, die ist jetzt von keinem Spiel direkt, die ist einfach selber gemacht. Ist eine Menge Arbeit, glaube ich, so eine Strecke selber zu machen. Chavi hat mir mal sowas gezeigt, wie so ein Viereck geht und das ist schon mega kompliziert irgendwie gewesen. Ich habe dann aufgehört zu lesen, weil ich irgendwie eh nichts gecheckt habe und ja, das ist, also das wäre nicht mein Ding, so eine Custom-Trick zu machen. Und ja, da zeigen mir die Leute erstmal den Weg, weil irgendwie, ich kenne die Strecken alle gar nicht, also beziehungsweise kannte die gar nicht. Als er dann gefahren ist, so ich so, was fährt der denn da? Also Troy, so als ich den Livestream angemacht habe. Und dann ich so, Moment mal. Ey, du hast das auch. Und es gibt nur weltweit 2 Räume in Custom Tracks, den man joinen kann. Also 50-50 Chance, dass ich da reinkomme. Und wie ich da, Mann. Und habt ihr das gesehen? Voll dämlich, ey. Aber naja. Dann bin ich dann wirklich, ach Mann, ich war so, ich hätte weinen können vor Freude, aber leider muss ich das Ganze jetzt hier nachkommentieren, weil ich um 3 Uhr nachts da gefahren bin mit Troy und so, weil bei denen ist ja eine andere Zeit, Uhrzeit. Und bei denen war irgendwie nachmittags oder mittags, keine Ahnung, und ja. Jetzt zeigt mir Troy eine Treue. Mein Gott, das ist halt Deutsch. Eine Abkürzung, kann ich auch noch nicht. Fand ich sehr nett. Dass ich ein bisschen vor mich geleckt, aber macht ja nichts. Der darf das. Und ja, was ich halt angesprochen hatte eben schon, als ich kommentiert habe, da hat er mir das Item geklaut. Was ich eben schon angesprochen habe, was ich mir auch zurechtgelegt hatte davor schon. Und wie fange ich das jetzt an? Das ist jetzt voll der Sprung. Aber wenn Menschen sich verändern, ne? Okay, das ist jetzt wieder so ein komisches komisches Thema. Aber wenn Menschen sich so verändern, so in die Richtung, wie sie eigentlich gar nicht sind, sowas. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Freundin gehabt, die hat jetzt schon länger einen Freund und die war vorher super, super nett und super, super sozial und nicht so mit, die hat immer gesagt, ich werde nie trinken, ich werde nie rauchen, bla, blub, ne, okay, das kann sich immer ändern, so, ne, aber sie hat da, die stand da wirklich nicht hinter, sie wollte das wirklich nie und sie fand das immer total abartig. Jetzt hat sie halt diesen Freund und sie hatte auch einen schönen Wortschatz, naja, geht so, aber sie hat sich halt anders ausgedrückt, wie sie es jetzt tut, ne. Als sie es jetzt, ach was auch immer, wie als, ist ein bisschen behindert. Und sorry, wenn ich mich ein bisschen behindert anhöre. Irgendwie fuckt mein Zahnspange gerade ein bisschen rum. Na egal, auf jeden Fall. Kam halt der Freund. Ich dachte mir so, was ist das denn für einer? Weil er kam schon voll unsympathisch rüber. Kennt ihr das, wenn ihr so Menschen kennenlernt und die sind von Anfang an direkt so, bah, was ist das denn? Dann habt ihr schon so, also ich glaube, mit dem komme ich nicht klar. Und dann, auf jeden Fall war das so einer. Dann dachte ich mir erst so, ja, okay, ist ihre Sache, ne? Wenn sie ihn liebt, soll sie ihn lieben, soll sie ihn heiraten, was weiß ich. Ist mir egal, ne? Wenn sie glücklich ist, ist sie glücklich. So denke ich zumindest immer, wenn ich irgendwelche Freundinnen habe, die dann mit Typen ankommen, ne? Okay, und dann war der halt da. Eine ganze Zeit lang, so, ne? Alles cool. Und dann treffe ich mich irgendwann mit der und auf einmal, die drückt sich richtig assi aus. Die ist so wie er gewesen. Wisst ihr, so, genauso wie er. Das ist wie so eine weibliche Kopie von ihm gewesen. Das war richtig heftig. Die trinkt jetzt, die hat eine Zigarette geraucht in meiner Gegend. Ich so, du sag mal, warum? Also jetzt ohne Scheiß, ne, die gibt's wirklich nicht, dass ich da jetzt, diese Tussi da, also meine, ich sag jetzt Tussi, weil so wirklich ist das nicht mehr meine Freundin, weil die war ganz anders. Die war so lieb und nett und ich hab die voll lieb gehabt, wisst ihr? Und dann auf einmal fing die an zu rauchen, dann halt die jetzt schon mittlerweile trinkt und die ist nur mit dem auf Achse und ist richtig assi geworden.
bringt und furzt und rülpst, wenn, okay, finde ich nicht so schlimm, aber muss doch nicht sein, wenn da mega viele Gäste sind und dann wedelt die da so, also voll ekelhaft, okay, und das hat, ich fand das eigentlich voll assi, so war die früher nicht und ich finde das sowieso, in letzter Zeit begegnen mir immer mehr Leute, die sich verändern, also die so sind wie andere Menschen, also die sind so dann fast eine Kopie von dem, also meistens kenne ich dann beide Seiten. Wisst ihr? Einmal den Menschen, den ich so kenne halt. Und einmal den Menschen, der sich dann so verändert, dass er so ist wie der andere Mensch. Und dann ist das wie so ein Klon, wisst ihr? Und dann redet der genauso wie der oder die oder wie sie wie er oder wie auch immer ihr wollt, wie bei meiner Freundin halt. Und die verändern sich dann total und dann sind die gar nicht mehr so, wie ich sie eigentlich kennengelernt habe, wisst ihr? Dann sind die so mega scheiße. Also zumindest meiner Ansicht. Ich meine, wenn ich mit der einen Person schreiben will, dann schreibe ich mit der einen Person. Wenn mit der anderen, mit der anderen. Aber so ist es so, als würde ich mit einer und derselben Person schreiben. Denke ich mir so, warum schreibe ich dann noch mit dir, wenn ich mit der anderen Person genau dasselbe habe, wisst ihr? Deswegen, ich finde das voll behindert und voll scheiße, wie sich manche Leute verändern wegen ihrem Umfeld oder wegen ihrem Umgang oder was auch immer. Okay, ich streite jetzt nicht ab, dass ich auch manchmal so Sachen sage, die andere Menschen auch sagen oder dass ich mich auch zwischendurch mal ein bisschen verändere vielleicht. Aber okay, das ist ganz normal, ja. Aber wenn man wirklich genauso wird, weil manchmal, wenn andere Menschen öfter etwas sagen, zum Beispiel, ich weiß gerade nicht, zum Beispiel Salva sagt immer, you know, blablabla, you know. Okay, ihr kennt den jetzt nicht, also vielleicht manche schon, aber... Und ich habe das eine Zeit lang auch gesagt, weil er das immer gesagt hat. Und da war das in meinem Hinterkopf. Ich so, ey, du musst jetzt damit aufhören. Der sagt das doch, ne? Und manchmal ist das halt so, dass man das dann hinten drin hat und dann immer daran denkt und das sagen muss. Und beziehungsweise das unterbewusst sogar manchmal macht. Weil wenn ich manchmal meine Parts wieder anhöre, ne? Die ich aufgenommen habe, dann höre ich so, habe ich das echt gemacht? Oder habe ich das ehrlich gesagt? Und manchmal kriege ich das gar nicht so mit, was ich da tue oder sage. Dann denke ich mir so, Alter, was hast du da denn gemacht? Habe ich versucht, Troy zu erwischen. Aber gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil der mag sowas gar nicht. Hatte zumindest im anderen Livestream gesagt. Ich so, Gott sei Dank habe ich ihn nicht erwischt. Habe ich dann im Nachhinein gedacht. Und irgendwie, ihr müsst mal drauf achten, während ich da fahre. Ich schaffe es nie, wirklich nie, abzuschätzen, wann der Stern zu Ende ist und wann die Pilze zu Ende sind. Oder jetzt, was mache ich da? Warum fahre ich ins Gras? Ich war richtig schlecht, Mann. Das war richtig peinlich. Und jetzt da. Okay, jetzt habe ich mal ausnahmsweise geschafft, richtig abzudingsen, abzuschätzen, wann denn der Pilz zu Ende ist. Und ja, wow. Coole Sache, das. Und hier glitschen alle. Hier gibt es so einen Glitch, dass man da links, jetzt wo man gerade gesehen hat, gegen den Zaun fährt irgendwie und dann zurückfahren und keine Ahnung. Deswegen ist jetzt auch das Rennen beendet. Alles ein bisschen beschissen. Haben nicht viele gemacht, aber halt EHL Mario, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das ziemlich kacke. Und das wird jetzt auch ein bisschen kacke, weil jetzt nochmal die Strecke kommt und danach nochmal. Und dann ist das Video auch zu Ende. Also finde ich ein bisschen schade, dass sie das so oft gewählt haben. Aber was soll ich machen? Ich war so froh, dass ich überhaupt in diesem Raum drin war. Und dann hat er ja nochmal einen Livestream gemacht, ne? Und man kann ja jetzt auch irgendwie neuerdings, wenn man Partner ist, mit YouTube Livestreams machen. Wusste ich noch gar nicht, dass man das machen kann. Also er hat das jetzt gemacht so. Und dann werden die auch direkt aufgezeichnet. Fand ich eigentlich irgendwie ganz cool. Wollte ich eigentlich mal ausprobieren. Also ich habe letztens wieder probiert, einen Livestream zu machen. Beziehungsweise was halt so, ne? Ich habe getestet und habe dann zwei Leute zugucken lassen. Es ging. Also es hat bei Pokémon Gelb nicht gelaggt, aber dafür bei Isaac und so. Und das ging irgendwie gar nicht klar. Das fand ich sehr, sehr schade. Bei Pokémon laggt es halt nicht, aber was wollt ihr mit Pokémon? Ich meine, Livestream mit Pokémon? Was ist das denn? Also, nee, Leute. Nee. Und war ist halt ein bisschen blöd. Naja. Und dann war halt bei dem Troy-Livestream, der vorgestern oder so war, weil ich halt mit Toad und Kamiknaller unterwegs. So, und Sword ist auch mit dem gefahren, ne? Das ist auch so ein Kumpel von dem und den habe ich auch abonniert und den finde ich auch ganz toll, aber nicht so toll wie Troy. Troy ist die Nummer 1. Und
keine Ahnung, dann sind wir da so gefahren. Ich war nicht lange dabei, leider. Und ja, sind wir halt so gefahren. Und irgendwann meinte Troy so, ey, Sword, da ist so einer, der fährt mit Toad und, also, ja, einer. Ich bin zwar ein Mädchen, aber egal. Und einer, der fährt Toad und Kamiknaller. Und Sword dann so, ey, das ist mein Fan. Also, beziehungsweise, das scheint anscheinend mein Fan zu sein oder irgendwie so ähnlich. Also, auf Englisch halt, ich und Englisch. Und ich so, ja, ja, das bin ich. Weil sonst waren nur Funkies und Daisies. Und ich so, ja. War ich voll happy. Ich so, lalala, die ganze Zeit so gegrinst. Ich so am Grinsen am Fahren. Ich so die V-Mode am Schütteln. So, okay, ihr seht mich gerade leider nicht. Aber ich so, cool, cool. Und da war ich wieder voll hin und weg, ey. Wieder im Traumland, im Fangirl-Land. Ja. Oh Mann, Leute. Aber ich, das war einfach so cool. Und ja, was ich euch noch fragen wollte, an die, die jetzt noch gucken und nicht nur gucken, weil sie dabei sind, sondern wirklich meine Videos gerne gucken, was zumindest Mario Kart angeht, was ich noch sagen wollte, ne, also das hat jetzt nichts damit zu tun, oh mein Gott, was für ein Gedankensprung, aber bitte, bitte, ich bitte euch um zwei Sachen. Einmal, seid nicht so, dass ihr sagt, oh, hast du mich oder so, weil ich eure PN nicht direkt beantworte. Es kann bis zu wirklich zwei Wochen dauern, bis ich eure PN beantworte. Seid mir bitte deswegen nicht böse, okay? Ich habe einfach keinen Bock. Ihr seid mir nicht egal oder ich hasse euch deswegen oder so. Ich habe einfach keine Lust, PNs zu beantworten manchmal. Wenn ich dann so sehe, wieder zwei, drei Seiten, ich so, nein, nein, bitte nicht, nein, ich habe keinen Bock und dann sind da so komische Fragen manchmal. Oh, nee, ich kann nicht. Und ich kann das dann nicht so machen, dass ich nur bestimmte beantworte. Ich möchte dann gerne alle beantworten, weil sonst habe ich ein schlechtes Gewissen gegenüber den anderen, wo ich keine PN beantwortet habe, wisst ihr? Und deswegen, ich hasse euch nicht oder ignoriere euch nicht, wenn ich nicht innerhalb von 24 Stunden antworte. Sondern ich antworte einfach nicht, okay? Mehr ist da wirklich nicht bei. Und dann noch mal was anderes. Partner. Ich werde Partner, wenn ich Partner werde. Ich werde euch informieren, wenn ich Partner bin. Ihr werdet es merken, wenn ich Partner bin. Mehr müsst ihr darüber nicht wissen. Ich möchte nicht, dass ihr danach fragt. Ihr werdet es einfach merken, okay? Wenn das irgendwann mal soweit ist. Ich wollte einfach nur wissen, was wäre, wenn. Und es gab ja eigentlich nur positives Feedback. Also von daher, alles okay. Okay? Ja, gut. Und dann noch... keine... wann kommt der und der Part an Fragen unter irgendwelchen Videos, wo es nicht hingehört? Meinetwegen unter den Videos, um die Videos, die es geht. Bitte. Ich möchte das nicht. Andere hätten euch dafür schon längst geblockt. Andere mögen das auch nicht per PN. Ihr könnt mir solche Anfragen gerne per PN schreiben. Ich antworte ja sowieso dann erst in ein, zwei Wochen, aber... bitte, bitte nicht, okay? Bitte lasst das mit dem Wankompart X und Y. Ihr werdet es merken. Ich habe im Moment wieder mündliche Prüfungen bald. Und danach werde ich öfter uploaden. Da bin ich zwar erst nochmal im Urlaub, aber was soll's. Danach werde ich auch nochmal mit euch fahren. Habe ich euch ja versprochen und das halte ich auch. Hoffe ich zumindest. Manchmal halte ich meine Versprechen nicht. Oder es ist sogar sehr oft, dass ich meine Versprechen nicht halte. Deswegen sind viele angepisst und hassen mich deswegen und wollen keinen Kontakt mehr oder schreiben mich auch nicht mehr an. Ich schreibe sowieso niemanden an und ich bin alle deswegen so scheiße und so unsozial und als Freundin sowieso total behindert, aber das ist mir scheißegal. Deswegen kann ich auch auf die Menschen scheißen. Okay, also das mal jetzt so by the way, weil ich da im Moment ein paar Leute hab. Deswegen, ihr könnt mich mal kreuzweise am Arsch lecken. Dankeschön. So, ich weiß, sowas sollte man nicht sagen, aber es ist einfach so. Solche Leute gehen einfach nur auf den Piss. So, und dann ganz zum Schluss, für die Leute, die jetzt voll toll sind und immer noch gucken, ich wollte euch fragen, wann ihr denn... nicht wann, sondern ob ihr das wollt, dass ich öfter solche Custom-Tracks hochlade. Also, wenn ich mal alleine fahre oder so, meinetwegen auch mit euch. An die das haben, die können mir dann gerne Bescheid sagen. Denen sage ich dann Bescheid, wann ich fahre, damit ihr die Chance habt, so, wisst ihr? Und dann, ob ich dann halt lieber die hier hochladen soll, anstatt so normale Worldwides. Also, Custom-Tracks gibt es ja unendlich viele Worldwides. Ihr kennt ja die normalen Strecken. Ich wollte einfach fragen, ob, oder beides... dass ich 10 Minuten das eine und 10 Minuten das andere
Also es würde mich schon interessieren, was ihr davon... Und da hat Troy mich angebumst. Also, angebumst. Also da so weggeschubst, war cool. Ich hab mich davor gefreut. Ich so... Ja. Okay. Ja. Ich hab mich jetzt wieder und... Ja, das würde mich gerne interessieren. Also Custom Tracks mehr oder mehr normale Worldwides oder beides halt. Das ist mir egal. Und dann könnte es vielleicht einen Tag länger dauern, bis der eine Part kommt. Aber das würde ich wohl für euch machen, ne? Also, das ist kein Problem. Ja, das war, glaube ich, das. Jetzt habe ich ein bisschen mehr geredet als letzte Mal, aber dafür habe ich ein bisschen schneller geredet. Und ihr könnt mir ruhig glauben, ich bin 19 Jahre alt. Ich wollte schon 18 sagen, ich bin 19 Jahre alt. Auch wenn ich mich nicht so anhöre oder mich so verhalte. Ich bin wirklich 19. Ihr könnt es mir glauben, wirklich. Ich mache Abitur, ich bin 19 Jahre alt. Und ich bin einfach noch im Herzen und in meiner Seele jung geblieben. Möchte noch nicht so alt sein, wie ich alt bin. Ich möchte noch in den Büschen spielen und Läuse haben und überhaupt klein sein, okay? Okay, ich bin es nicht mehr und leider, es tut mir immer für die leid, die dann schon so erwachsen tun. Genießt eure Kindheit doch einfach. Tut es einfach, wirklich. Mit 19 hat sich jetzt schon viel zu viel für mich verändert. Genießt es einfach, okay? Und ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle, beziehungsweise muss es, und wünsche euch noch viel Spaß bei meinen Let's Plays. Bis dahin, Leute, und tschüss.